Moin Moin und willkommen bei Broken and Loud Doors. Heute mache ich mal mein erstes Video auf Deutsch auf diesem Channel und der Anlass ist, dass der Andi von den Messerfreunden auf Facebook mich getaggt hat in einer Tagging-Runde und zwar mit dem Thema, auf welche Messer kommen wir denn immer wieder zurück. Und ich habe hier mal ein paar hingelegt. Alle bis auf ein Messer wurden über die Jahre von mir sehr, sehr stark benutzt und waren die Folder waren alle in meiner EDC-Rotation und die Fixblades waren hauptsächlich für Jagd und für Bushcraft zuständig. Aber ich möchte einfach mal diese paar Messer vorstellen und dann könnt ihr euch ja einen Eindruck machen, was euch am besten gefällt und ob ihr denkt, dass ich vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten habe in meiner Rotation. Aber ich würde jetzt einfach mal mit dem ältesten Modell anfangen und zwar dem Victorinox Farmer. Das kennen wir ja hoffentlich alle. Das war das Kindermesser meiner Mutter. Das heißt, das ist schon über 40 Jahre alt. Wir haben nie genau herausgefunden, welches Baujahr es genau hat. Aber es ist definitiv über 40 Jahre alt. Wurde damals noch mit roter, geriffelter Griffschale gebaut. Mit einem etwas anderen Logo. Aber die Konfiguration ist genau so, wie sie heute immer noch hergestellt wird. Das heißt, wir haben die berühmte Klinge vom Schweizer Messer. Dann haben wir die Säge mit einem sehr scharfen Rücken. Das heißt, dieses Messer ist auch oft bei mir unterwegs, wenn ich im Wald unterwegs bin, weil ich damit einen Feuerstahl zum Beispiel benutzen kann oder zum Beispiel auch die Rinde von Zweigen abschaben kann, falls ich mir mal irgendwas bauen möchte. Aber eine sehr, sehr gute Klinge. Diese Klinge jetzt, dadurch, dass sie schon so alt ist, ist relativ stumpf. Aber trotzdem tut sie immer noch ihre Dienste, so dass ich sie noch nicht ausgewechselt habe. Dann haben wir die Stech- und Reibale, auch ja bekannt für das Farmer. Kann man auch als Schäkelöffner benutzen, aber dadurch, dass sie halt eine relativ scharfe Kante hat, ist es nicht perfekt. Aber immer noch ein Werkzeug, was ich sehr, sehr oft auch benutze. Dann haben wir natürlich den Dosenöffner. Mit dem Schraubenzieher vorne dran, auch immer sehr wichtig, logischerweise sehr bewährt. Und dann zum Schluss haben wir den Flaschenöffner, auch mit einem Schlitzschraubenzieher. Dieser hat halt einen relativ guten Half-Stop. Das heißt, man kann halt diesen Schraubenzieher halt auch so benutzen. Plus man hat halt auch noch einen Kabelabisolierer, den viele aber auch überhaupt nicht benutzen. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich eine Verwendung für, aber er ist da, falls man ihn braucht. Dann komme ich zu einem Messer, was ich in meiner Zeit in Australien primär getragen habe als EDC. Das war auch mein einziges klappbares EDC. Und zwar ist es das Cold Steel Recon 1. Das hat AUS 8 Stahl, G10 Griffschalen. Das ist schon das neuere Modell. Das heißt, es gibt keine Stahleinlagen mehr in dem Messer. Das macht es natürlich eine Ecke leichter. Ist aber natürlich ein relativ großes EDC. Cold Steel kann man sich auch drüber streiten. Ich persönlich habe immer mehr Abstand genommen von dieser Firma. Aber trotzdem für diesen Preis ist das Messer definitiv sehr, sehr gut. Es hat das patentierte Cold Steel Triad Lock. Das heißt so eine Art Lockback, aber es hat halt noch so eine Art Stopp-Pin, der die ganze Kraft aufnimmt. Das heißt, es ist ein sehr starker Mechanismus. Ich habe es dann in Australien irgendwann übertrieben und mir ist dann die Klingenspitze abgebrochen. Aber dadurch, dass ich dieses Messer wirklich für alles benutzt habe, wie man das auch wahrscheinlich sehen kann, war das einfach etwas, was ich in dem Moment machen musste und kein anderes Werkzeug hatte. Als ich dann aus Australien zurück war, habe ich das dann nochmal geschenkt bekommen. Genau das gleiche, logischerweise dann auch nicht mehr so wirklich benutzt, weil ich das auch aus meiner Rotation im Endeffekt ausrangiert habe. Hat mehrere Gründe, der erste Grund ist einfach die Größe. Das Gewicht ist noch nicht mal unbedingt das Problem, aber das ist einfach was, was man wirklich in seiner Hosentasche merkt. Plus, es sieht natürlich auch relativ einschüchternd aus, gerade wenn man jetzt nicht mit Messern zu tun hat. Und wenn das in der Öffentlichkeit dann rausgeholt wird, ja, das macht einfach nicht so einen guten Eindruck. Ich könnte natürlich die Daumenstutzen abnehmen, dann würde es auch, glaube ich, 42A-konform sein, aber so wie das jetzt ist natürlich nicht. Das heißt, ich habe jetzt einfach bessere Optionen und habe das dann auch einfach jetzt immer noch zu Hause. Einfach auch aus nostalgischen Gründen, weil ja auch es wirklich ein sehr, sehr guter Begleiter in Australien war.
Dann würde ich jetzt über ein Messer reden, was mein Neuzugang ist, und zwar das S963 von Real Steel. Das ist eine ganz andere Klasse, vergleichbar im Preis mit dem Cold Steel Recon One, aber definitiv bessere Materialien. Man hat einen soliden Titangriff mit VG10 Stahl. Der Titangriff hat ein Frame Lock, ein sehr, sehr gutes Frame Lock. Das Einzige, was ich jetzt noch irgendwie nicht so gut finde, und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ist, dass ich manchmal ein bisschen Lockstick habe. Das heißt, es ist dann sehr schwer, wenn man die Klinge mit Schwung arretiert, dass dann, ja, dass ich dann einfach sozusagen relativ viel Kraft aufwenden muss, um dann den Mechanismus wieder freizukriegen. Plus der Klingengang ist sehr schwer, was mich wundert, weil es ja ein kugelgelagertes Design ist und es sollte einfach nicht so fest sitzen, und da muss ich noch mal ein bisschen rumfuchsen. Aber ich kann mir definitiv vorstellen, dass das mit seiner Drop-Point-Klinge und Flachschliff definitiv in meine EDC-Rotation kommt. Dieses Modell ist ein bisschen besonders, da die Griffschalen blau anodisiert wurden und der Backspacer und der Clip Gold. Da möchte ich dem Christopher von den Messerfreunden auch nochmal danken. Der hat mir das Messer nämlich verkauft. Aber das ist wirklich eins, damit habe ich mich in dem Laufe einer Woche wirklich sehr gut angefreundet. Und ja, mal gucken, was es so hält. Mal sehen, ob ich den Klingengang irgendwie noch verbessert kriege. Und dann bleibt das auch definitiv oft in meiner Tasche. Dann werde ich jetzt über das Messer reden, was ich Tag für Tag in der Hosentasche habe, seit langer Zeit. Und zwar ist es das Ankermesser von Otter. Ein sehr simples, relativ billiges Messer. Billig in Form vom Preis, nicht von der Verarbeitung. Also man kann sich darüber streiten, weil man definitiv merkt, dass die Einfassungen aus Edelstahl nicht perfekt sind. Der Klingengang bei solchen traditionellen Messern logischerweise ist auch nicht immer komplett zentriert. Aber es ist doch trotzdem ein sehr, sehr gutes Arbeitsmesser. C75 Stahl hat diese Schafsfußklinge, die ich in meiner Messersuche sehr oft oder sehr lange einfach auch ignoriert habe, aber dann gemerkt habe, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes EDC-Design ist. Alleine wenn man Kartons öffnet oder halt ziehende Schnitte hat, dann hat man die Spitze immer, die wirklich Druck auf das Schneidgut ausübt. Die Anker-Einfassung aus Messing ist auch wieder Geschmackssache. Ich bin geborener Hamburger, das heißt, dadurch, dass ich jetzt im Moment auch nicht in Hamburg lebe, habe ich immer so ein bisschen ein Stück Heimat mit in der Tasche. Mir gefällt das sehr gut, ist aber wie gesagt Geschmackssache. Man kann dieses Messer mehr oder weniger genauso auch kaufen, nur halt ohne den Anker. Schafsfußklinge lässt sich sehr gut nachschleifen, weil sie halt eine gerade Schneidphase hat. Und auch das Brotschmieren zum Beispiel, was oft bei diesen Klingen kritisiert wird, finde ich, ist sehr gut, indem man die Klinge im Endeffekt einfach umdreht. Dann hat man so eine Art Brotmesser-Effekt und kann damit sehr gut auch sein Butterbrot streichen. Und deswegen, oder das ist halt einer der wenigen Gründe, warum ich das Messer halt auch einfach gerne in der Tasche habe. Es ist sehr leicht. Es ist von der Größe vergleichbar mit dem Farmer. Sehr unauffällig in der Tasche. Das heißt, man vergisst mehr oder weniger, dass man ein Messer dabei hat, bis man es dann braucht. Und dann ist es aber auch sofort da. Und ich habe meine Taschen einfach ein bisschen freier für andere Dinge. Dann komme ich jetzt zu meinen beiden einzigen Fixblades, die ich wirklich über die Zeit intensiv benutzt habe. Das erste ist das Phelnaven F1. Das ist sozusagen mein Go-To-Bushcraft-Messer. Die Scheide hierfür, die habe ich mir in England anfertigen lassen, als ich dort gelebt habe. Das ist eine Scheide, die man vertikal am Gürtel trägt, mit aufgesetzter Tasche. Da bewahre ich meinen DC4 von Phelnaven auf, also einen Schleifstein, der Diamant und Keramik Kombi hat. Der hat mir immer sehr gut gefallen, den benutze ich eigentlich für alle meine Messer, wenn ich unterwegs bin. Und dann eine kleine Schlaufe für einen Feuerstahl. Das Messer, auch VG10 Stahl, so eine Art thermoplastischer Griff. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sich das nennt, aber auch ein Full Tang Design mit einer Fangriemenöse, ein konvexer Schliff
Und die Größe finde ich einfach super für Bushcraft. Kann man sehr, sehr viele schöne Sachen mitmachen. Hat auch einen sehr scharfen Rücken, das heißt, einen Feuerstahl benutzen oder Rinde abschaben geht auch immer sehr gut. Das wird höchstwahrscheinlich in der Zukunft, in der hoffentlich nahen Zukunft, durch das Enzo Trapper ersetzt. Aber bis jetzt hat es mir einfach sehr gute Dienste geleistet und ich habe echt kein Problem damit gefunden. Bis darauf, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, meine Kamera spielt beim Fokus immer nicht so ganz mit, aber ich habe einen ganz leichten Klingenausbruch an der Spitze. Ich weiß nicht genau, woher das gekommen ist, aber ein wirklich sehr gutes Messer und war immer am Mann, wenn ich im Wald bin und ist immer noch am Mann. Das sieht man auch in vielen meiner Videos, falls ihr Lust habt, mal ein bisschen auf meinem Channel rumzugucken. Dann kommen wir zu dem letzten Messer. Das ist so eine Art, ja, schon so eine Art Liebesbeziehung. Also ich sag mal so, zu diesem Messer habe ich sehr viel mehr Gefühle als zu dem Messer. Das ist eher so das Arbeitsmesser, aber es ist praktisch. Es ist jetzt nicht unbedingt ein hübsches Messer. Das hier, das Pacific Bowie von Silver Stag, hat mich auch in Australien begleitet und dadurch, dass ich sehr aktiv in der Jagd war, gerade auch in der Wildschweinjagd mit Hunden. Da kann man sich auch wieder drüber streiten. Ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen über die Jagdmethoden oder so. Aber dies ist natürlich auch ein extrem guter Saufänger durch die Klingenlänge. Eine Art Clip-Point Bowie Design. Hohlschliff, D2 Klinge, also ein sehr harter Arbeitsstahl. Lässt sich dadurch natürlich ein bisschen schwerer nachschärfen. Aber wirklich wunderschöner Hirschhorngriff. Die sind natürlich alle sehr besonders. Das heißt, man hat so eine Art Unikat. Der Klingenerl ist im Endeffekt nicht so wirklich tief versenkt, aber ich habe mit dem Messer wirklich auch schon alles gemacht. Also auch Holz gespalten und wirklich auf der Klinge rumgeprügelt und da hat sich nichts gelöst. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Design. Die Klingenscheide habe ich verzieren lassen und zwar von meiner Freundin, die ich ja bei den Messerfreunden auch schon mal, wo ich eine Art Werbung geschaltet habe sozusagen. Also sie ist Kunststudentin und hat mir im Endeffekt einen Wolfskopf mit einem Lötkolben in die Scheide gebrannt und dann eine Art Federdesign auf der unteren Seite. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe dann meine Initialien auch noch in der Scheide hier auf der Seite. Diese Scheide gibt es jetzt nicht mehr. Die wurde erneuert. Das heißt, es ist jetzt ein neues Modell. Aber ich finde, es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Bleibt hier in Deutschland jetzt doch oft auch zu Hause, dadurch, dass es halt sehr, sehr groß ist und für viele feinere Arbeiten auch nicht wirklich zu gebrauchen ist. Und im Moment bin ich halt hier in der Jagd auch überhaupt nicht aktiv. Das heißt, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wirklich ein Messer, was ich sehr, sehr lieb gewonnen habe und was auch niemals meine Sammlung verlassen wird, einfach auch durch die Zeit, die ich mit dem Messer verbracht habe. Und das war's dann auch schon. Also, das sind wirklich, wie gesagt, meine Messer, die ich wirklich, wirklich benutzt habe. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe, wie gesagt, ich guck mal, wie das mit dem Real Steel in der Zukunft so geht. Vielleicht wird das mein Haupt-EDC. Trotzdem habe ich aber auch Lajol-Messer auf dem Zettel. Ich wollte mir ein Mercador-Messer zu. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Zulegen, das ist das Wort. Und das heißt, es wird sich wohl verändern. Ich kann ja mal vielleicht in ein paar Monaten oder so ein Update machen, aber bis jetzt sind das, wie gesagt, wirklich die Messer, auf die ich immer wieder zurückgreife. Und meine Tags für die Tagging-Runde werde ich dann hier einfach in die Beschreibung des Videos reinsetzen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und wir hören uns voneinander.